Hey, 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 ein Jabadabadu und ein herzlich willkommen an euch da draußen. Wir haben Freitagabend, wir haben 21 Uhr und ansonsten ist alles anders. Ihr habt es vielleicht schon gehört, heute keine rockigen Snowrunner-Sounds im Hintergrund, ganz im Gegenteil. Auch kein Bild mit Trucks oder sonst was. Heute machen wir einfach mal was anderes. Denn heute wird Fall Guys gestreamt. Sogar der Trickstar hat sich dazu hinreißen lassen, heute mal etwas Farbliches anzuziehen. Bei mir ja ganz, ganz selten. Aber ich dachte, wenn wir hier schon mal in Fall Guys reinschauen, dann doch auch richtig. Ein herzliches Willkommen auch an den Ragnarok. Schön, dass du vorbeischaust. Heute kein Snowrunner, also heute gibt es bei mir dahingehend nichts zu lernen. Aber freut mich natürlich, dass du trotzdem vorbeischaust. Und danke auch nochmal für deinen Follow von gestern. Ja, ich habe mir das Spiel heute runtergeladen. Für die, die es nicht wissen, absolut kostenlos. Ist ein Jump'n'Run-Spiel. Im Moment erhältlich bei Epic. Und ja, ansonsten habe ich auch mehr bisher noch nicht gemacht. Dementsprechend habe ich noch keine Ahnung, was auf mich zukommt. Mal abgesehen davon, dass ich in dem ein oder anderen Stream das Ganze mir mal angeschaut habe. Ansonsten habe ich bisher auch das Spiel nur gestartet, kam ein kleines Intro. Da ich ein bisschen Musik haben wollte, habe ich dann hier schon mal auf den Startbildschirm gewechselt. Da sehen wir offenbar uns oder so. Hier oben links sehen wir sowas wie einen Rang, nehme ich an. Dann kann man hier ein paar Sachen durchklicken. Irgendwelche Proben, man kann seine Outfits ändern, seine Oberfläche. Aber hier geht bisher noch nicht viel. Ich nehme an, das muss man sich mit der Zeit freispielen. Tippe ich einfach mal so drauf. Wie gesagt, ansonsten, ja, wäre das schon ein bisschen mau. Da gehe ich nicht von aus. Ansonsten, was haben wir hier noch? Da gibt es scheinbar auch noch sowas wie monatliche oder zumindest zeitlich begrenzte Aktionen. Keine Ahnung. Ich habe mich sogar hinreißen lassen, heute noch, und es noch geschafft, meinen Controller zu installieren. Da gibt es auch so eine Art Battle Pass, schreibt der Ragnarok. Okay, alles klar. Ja, muss ich mal schauen. Ich würde sagen, es hatten sich gestern ja ein paar angekündigt, die gegebenenfalls mit mir zusammenspielen wollen. Zum Beispiel der One Deck Gaming. Wir gucken mal, wer sich heute Abend noch meldet. Ich hau jetzt einfach mal, hier unten steht was von Spielen Solo Show. Da klicke ich einfach mal drauf, dann müsste es ja irgendwie losgehen. Und dann gucken wir mal einfach, was passiert. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie ich steuere. Hätte ich vielleicht noch vorher gucken sollen, aber gut. So ist das manchmal. Okay, es wird auf jeden Fall nach Spielern gesucht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell das Ganze hier alles geht. Zuletzt hatte ich da beim Morpholex mal reingeschaut. Alle, die mich schon länger begleiten, kennen den guten ja. Der war auch im SnowRunner öfter mal dabei. 55 von 60, okay. Show beginnt in einer Sekunde. Gut, dann gucken wir einfach mal, was passiert. So, so geht's. Überwinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Okay, klingt erstmal leicht, wenn man denn wüsste, womit man springt. Ich gehe mal einfach davon aus, aber das werde ich hoffentlich schnell rauskriegen, wie das Ganze hier funktioniert. Zur Ziellinie, ja, soweit, so gut. So Spiele habe ich ja schon ewig nicht mehr gespielt. Kann ich mich mal heute richtig schön zum Affen machen? Uiuiui. Okay. So, dann rennen wir mal los. Ah, mit der Taste springe ich. Gut, ich glaube, dann habe ich schon das Wichtigste. Ich nehme mal an, Schnellrennen oder sowas gibt es nicht. Ei, ja, ich verstehe. Kann man auch irgendwie die Kamera... Ah, Kamera kann man auch drehen. Sehr gut. So. Spiel fast verstanden. Oh ja, sehr gut. Oh, das ist ja was für mich. Kamera und Steuern gleichzeitig. Das kann ja was werden. Wo müssen wir denn jetzt hin?
Heieiei. Also erster werde ich nicht, das ist mal sicher. Okay, hier habe ich gar nicht gecheckt, was da passiert. Sehr schön, du kannst auch hüpfen und greifen. Okay, wie greife ich denn? Hüpfen ist klar. Hui, reicht sogar noch. Damit habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet. Ich würde sagen, für die erste Runde doch ganz brauchbar, oder? Ich hätte vielleicht vorher mir tatsächlich mal die Steuerung anschauen sollen, LT. Ich habe auch schon so ewig nicht mehr mit Controller gespielt. Das letzte, was ich gespielt habe, war Madden 20, glaube ich. So geht's, merke dir die Symbole auf den Feldern. Wenn ein Symbol auf dem Bildschirm erscheint, geh auf ein passendes Feld, um nicht in den Schleim zu fallen, okay? Klingt ja auch nicht so schwer, aber vermutlich ist es auch nicht so leicht, wie es sich anhört. Okay, so steuere ich die Kamera, so springe ich. Wo erscheint denn das Symbol? Ah, eine Kirsche, okay. Ach, und die... Ah, ich fürchte, ich hab verstanden. Okay. Man muss sich, während die Zeit läuft, die Symbole merken. Haben wir jetzt nochmal Glück gehabt? Kirsche. Eieiei. Das ist ja so gar nichts für mich. Aber geil. Ich habe keine Ahnung. Das ist wohl ein Apfel. Hey, Glück gehabt. Moin, wie heißt du denn da? Ich heiße, gute Frage, TheTrickster83 sollte ich da heißen. Hey! Schon die zweite Runde überlebt? Habt ihr mal eine Einladung geschickt? Alles klar? Ja, ich guck gleich mal. Ich finde mich gerade noch zurecht. Ah, das war LT, genau. Ragnarok, weißt du, ob man mit derselben Taste hält, wie man springt? Meine falsche Felder und finde verborgene Pfade, um die Ziellinie zu erreichen. Soweit bin ich noch nie gekommen, gefühlt, also einmal in der ersten Runde. Okay. Anfängerglück, würde ich sagen. Nee, sind verschiedene. Okay, dann ist die Auswahl ja nicht mehr so groß. Finde den Weg. Okay. Nur mal. Kann man andere da auch rüberschubsen? Okay. Woran erkennt man denn richtige und falsche Wege? Wäre natürlich jetzt auch interessant. Ihr Feiglinge! Nein! Ihr Schweine! Oh.
Die falschen wackeln. Ah, okay. Du kannst andere hochheben und werfen. Ja, okay. Alles klar. Ich schätze, vor der nächsten Runde gucke ich mir die Controller-Belegung tatsächlich mal an. Aber auf jeden Fall macht das Spaß. Ich hoffe, dass ich trotzdem euch so ein bisschen mitlesen kann. Weiche den Hindernissen aus und falle nicht in den Schleim. Ja, ist immer so einfach gesagt. Erinnert auf jeden Fall definitiv an irgend so eine japanische Game Show, würde ich sagen. Okay, gibt es da auch irgendwie ein Ziel? Oder? Okay. Ich verstehe. Man muss einfach nur draufbleiben. Schade. Naja, aber ich würde sagen, für die erste Runde bin ich ganz zufrieden. Ja, dann hätte ich gar nicht so schnell rennen brauchen, wenn man nur nicht runterfallen darf. Takeshis Castle, ja, genau, oder so. Kommt auf jeden Fall hin. So, jetzt kann ich beenden. Oder noch weiter zugucken, oder wie ist das? Kann ich jetzt den anderen zugucken, wie die das Ding noch zu Ende spielen? Reiche die Spitze des Berges zuerst und greife mit RT. Ach, guck mal, sagen sie einem sogar mal wohl mit. Eieiei. Aber da sind wir jetzt raus. Das heißt, wir beenden das Spiel auch mal. Und gucken mal, was wir kriegen. Auf jeden Fall schon mal was abgeschlossen. Wir sammeln irgendwelche Punkte. Wir sammeln da auch Punkte für irgendwas. Ein Haufen Symbole, die mir alle noch nichts sagen. Ich habe auf jeden Fall das Kostüm Punkband freigeschaltet. Ja, das ziehen wir natürlich direkt an. Hätte ich ja doch in meinem üblichen Outfit bleiben können hier. Jetzt unten rechts die komischen Gesichter. Warte mal, ich muss mal unten rechts Platz machen. So. Die komischen Gesichter. Shift und F3. Was sind das denn hier für Tastenkombinationen? Und jetzt soll ich hier irgendwo den Tecmo haben. Guck an. Wunderbar. So, und jetzt sind wir eine Gruppe oder was? Oder wie? Ne, noch nicht, ne? Dann laden wir mal einfach ein. Sprachchat mit Freunden. Wenn du den Sprachchat aktivierst, kannst du andere Spieler in deiner Gruppe hören und sie können dich hören mit Leertaste. Du kannst den Sprachchat in einer App deaktivieren, dieses Fenster nicht mehr zeigen. Ja, lass mal lieber, dass der mir das nochmal zeigt. So. So, und jetzt kannst du mich hören, oder was? Oh nee, doch. So, war richtig? Keine Ahnung. Also eine Runde zu zweit. Mal gucken, was da passiert. Ich wollte eigentlich noch gar kein Spiel starten. Ich wollte eigentlich erstmal gucken. Warte, ich kann noch zurück, oder? Wir machen noch mal eben kurz zurück. Optionen, Grafik, alles fein. Spielablauf, Vollfeed. Wireless Controller. Kern ist mir egal. Springen A, Hechten X, Greifen RT. Okay, damit mache ich Emote, auch das noch. Alles klar, okay. Kein Ton wegen Streamer-Oni vom Kampfzwerg. Ah, alles klar, okay. Dann starten wir einfach mal, oder? Würde ich sagen. Bist du bereit? Das heißt, wir spielen jetzt quasi parallel im selben Spiel. Verstehe ich das richtig?
Also ist auf jeden Fall schon mal ganz lustig für zwischendurch. Soweit kann ich das schon mal sagen. Du spielst auch Gitarre? Ja, ich spiele auch Gitarre. Wieso sieht man die gerade irgendwo im Hintergrund? Weiß ich nicht. Ah ja, da steht sie. Oder eine steht da. Ja, leider viel zu selten und viel zu wenig, aber an sich spiele ich das auch, ja. Renne und balanciere über Reihen von Wippen, um die Ziellinie zu erreichen. Okay. Ja, hi NRW-Butcher, schön dich zu sehen. Ja, heute passiert einfach mal was anderes. Ich habe heute mal mir sagen lassen, dass dieses Spiel toll sein soll und für Spaß sorgt. Also gibt's heute Fallguys bei mir zu sehen. Zum ersten Mal bin ich da unterwegs, wie ich das so häufig handhabe. Nein, 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 geht weg, geht alle weg. Ich will nicht runterfallen. Kraxel, kraxel. Ich wollte mal ausprobieren, was denn Hechten ist. Ah, okay. Kann man so, wenn es knapp wird, mal irgendwo rüberspringen. Zum Beispiel jetzt. Nein! Glück gehabt, würde ich sagen. Oh, mit Springen ist man auf jeden Fall deutlich schneller unterwegs als mit Laufen. Zumindest bergauf. Eieiei. Ja, wenn man sich gerne aufregt, dann ist das genau das richtige Game. Och, was? Bis jetzt habe ich Spaß, sagen wir es mal so. Herr Tecmo, was machst du denn da? Nee, hab in deine Wishlist geguckt. Ah ja, okay, ja, stimmt. Da ist natürlich auch was zu finden zum Thema Gitarre. Schnauze, sagt der Tecmo. Schlimmer als FIFA oder Warzone. Wohl nicht. Auf jeden Fall. Man darf das Sache, die Sache halt nur nicht zu ehrgeizig angehen, schätze ich. Aber heute mit dem ein oder anderen Bierchen, denke ich, ist das genau das Richtige. Babyalarm, alles klar. Dann guck mal, dass du schnell genug wieder zurück bist, Tecmo. Ansonsten muss ich mal gucken, ob ich dich hier durchtragen kann. So. Oh, jetzt gehen schon gute Diskussionen hier los zum Thema FIFA und Co. Mein, das Game hier ist kostenlos, also einfach mal reingucken. Und auf jeden Fall witzig für zwischendurch, kann ich jetzt schon mal festhalten. Springen wir über den Drehbalken und falle nicht in den Schleim. Ja. Gucken wir doch mal, ob wir das hinkriegen. Ich glaube, ich habe vor Jahren mal ein altes FIFA gekauft, sonst ist es ja gar nicht meins. Tatsächlich, FIFA habe ich auch schon ewig nicht mehr gehabt. Wie kann ich denn jemanden hochnehmen?
Aber Madden spiele ich, muss ich zugeben. Und, oder habe ich gespielt. Und war damit eigentlich immer ganz zufrieden. Tatsächlich Leute, die hier runterfallen? Also, ich weiß ja nicht. Also, außer man ist vielleicht nicht am Start, so wie der Effekt. Oh. Ja, gucken wir mal, ob der jetzt zurück war, tatsächlich. Ah, ne. Weg ist er. Kann man nichts machen. Aber ich spiele generell ja extrem viel querbeet, von daher. Bin ich ganz zufrieden, auch mal solche Sachen hier reinzuhauen. Okay, da bin ich gerade dran gescheitert, weil ich es nicht begriffen habe. Gucken, ob das jetzt besser wird. Das ging ja schnell. Diesmal muss manchmal nur wissen, was man zu tun hat. Ich habe FIFA sehr gerne gezockt, aber wo es dann nur noch Pay to Win war, war es halt einfach nur ein Spiel zum Glück auch nicht mehr gut gemacht. Das ist aus meiner Sicht bei allem Pay to Win halt so, aber. Dafür ist bisher mein Zockverhalten ohnehin eher überschaubar. Bodenteile stürzen weg, wenn du drauf stehst. Bleib in Bewegung, überlebe am längsten, um die Krone zu gewinnen. Alles klar. Werden wir versuchen. Gibt es da auch noch große Unterschiede jedes Jahr? Also bei Madden kann ich sagen, waren die Unterschiede auf jeden Fall nicht mehr so groß. Die versuchen halt jedes Jahr irgendwas noch Neues reinzubringen. Entweder einen neuen Spielmodus zum Beispiel oder. Aber ansonsten ändern sich natürlich die Spieler und Mannschaften ein bisschen, aber das war es dann auch schon. Von daher. Ist das im Zweifelsfall dann auch so ein bisschen Fanboy-Tum, ob man sich jetzt die neue Version kauft? Ich habe tatsächlich Madden dann im letzten Jahr nicht mehr gekauft, weil mir dann einfach dann auch an Änderungen deutlich zu wenig war. Aber so alle 2 Jahre bin ich da normalerweise dann dabei. Mal gucken, wie es dieses Jahr aussieht. Der Release-Termin ist jetzt ja raus. Ist ja auch gar nicht mehr so lange. Oh no! User, ja, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du mit am Start bist heute. Ja, genau, habe ich vorhin schon gesagt. Tatsächlich heute mal überhaupt nicht farblich angepasst, aber überhaupt mit Farbe im Spiel. Aber dafür siehst du, hat mein Figürchen, mit dem ich hier rumrenne, im Moment das Punkrocker-Outfit. Also, nächstes Mal bitte ein pinkes Shirt. Ja, wenn du mir eins organisierst, ziehe ich das an, User. Kein Ding. Wahrscheinlich am besten noch bauchfrei, wenn es nur dir geht, ne? Go, go, go! Ja, bei EA kannst du inzwischen alle 2 Jahre ein Game kaufen, dann hast du eine Veränderung. Ja, genau so sehe ich das auch. Also ich guck mir vorher normalerweise die Tests an und halt auch die Vorankündigung, was sich geändert hat und dann mal schauen, ob ich es nehme oder nicht. Aber dieses Jahr wollte ich eigentlich auf jeden Fall bei Madden mal wieder zuschlagen. Aber jetzt, wo ich streame, lohnt sich das ja vielleicht tatsächlich dann auch.
Ansonsten ist der Tecmo wieder da. Ansonsten würde ich dich erstmal rausschmeißen. Das will keiner sehen, Bauch. Danke. Weiß ich auch so. Ich kann aber in der Zeit, wo der Tecmo nicht da ist, hier vielleicht mal gucken, was es hier noch so zu klicken gilt. Da gibt es ja hier irgendwie so Fortschritte. Punkband habe ich jetzt freigeschaltet. Halbe, halbe Farbe. Was muss man denn? Ach, das sind die Erfahrungspunkte oder wie nennt sich das hier? Keine Ahnung. Ich auf jeden Fall 2 und da bin ich 1. Kronenrang. Ah, okay. Wenn ich eine Krone gewinne. Das kann ja noch ein bisschen dauern. Springbohne. Okay. Ich verstehe mehr oder weniger. Hier gibt es dann Aufgaben, die einem auch irgendwas bringen. Hier. Ah, das sind diese komischen Punkte, von denen kann ich mir vermutlich dann auch was kaufen. Spiele Spartanprobe. Gucken wir doch mal, wo ist denn hier Spartanprobe? Wo kann ich das denn auswählen? Showauswahl. Solo Show, Trupp Show, Duo Show. Spartanprobe. Was ist denn Spartanprobe? Schnapp dir einen Freund für den Korbmodus und erledige die anderen Spartans mit Knallbällen. Ah, okay. Das kann ich jetzt nicht, weil der Tecmo noch nicht wieder da ist. Dann machen wir doch erstmal noch eine Runde so. Keine Show ausgewählt, doch, die möchte ich auswählen. Ach so, der Tecmo musste natürlich jetzt bestätigen. Dann schmeiße ich dich erstmal wieder raus. Kann ich dich rausschmeißen? Erfolge gibt es auch noch. Ich will dich nicht mehr, Tecmo. Geh weg. Da. Gut, dann schmeißen wir den Tecmo erstmal nochmal raus. Spielen eine Runde und wenn der wieder vom Babydienst da ist, dann können wir ihn ja wieder dazu nehmen. Ja, NRW-Butcher, wenn man die Kohle hat, das zu tun. Und sonst ist es einem egal. Ich habe auch bei Madden, ist halt die Frage, welchen Anspruch man da hat. Ich spiele da vor allem dann Singleplayer-Modus, bisschen Ultimate Team natürlich, aber hauptsächlich da auch die Singleplayer-Aufgaben etc. Laufe über die rotierenden Ringe, um die Ziellinie zu erreichen. Das werden wir versuchen. Und dann ist das auch nicht so schlimm, dann. Also ich habe da noch nie wirklich viel Geld reingebuttert, aber habe eben auch noch nie wirklich irgendwie ernsthaft auf Konkurrenz das Spiel betrieben, von daher. Weil ich schon sagen muss, dass man auch generell sieht, dass häufig einfach Sachen schon veröffentlicht werden, damit man. Hier sieht man ja gar nichts mehr. Erstmal, um die rauszubringen, um dann nachher damit Geld zu machen, beziehungsweise vorher Geld zu machen und dann das Spiel erst zu entwickeln. Das ist irgendwie so im Moment halt das typische Modell, finde ich, bei Software generell, nicht nur bei Spielen. Oh. War so schön weit. Oh, jetzt geht's bergab. Ich bin mal eh gespannt, wie es mit FIFA weitergeht, wenn die haben ja jetzt irgendwie die Rechte nicht mehr. Da will ja die FIFA irgendwie selber was rausbringen. Keine Ahnung, wie das aussehen soll, aber. Aber so tief stecke ich da auch gar nicht im Thema drin. Wie gesagt, ich kriege so ein paar Sachen nebenbei natürlich mit, aber.
Und die Frage ist ja häufig dann auch, gibt es denn eine Alternative? Es gab ja immer schon Leute, die auch eher Pro Evolution Soccer gezockt haben als FIFA. Wenn ich mir die anderen so angucke, da stelle ich mich echt gar nicht so blöd an, muss man sagen. Super Soccer um SNES, jawohl. Dann habe ich auch gezockt. Da musste man irgendwann genau die Stelle, an der man schießen musste, damit der Ball reingeht und der Torwart nicht drankommt. Lass dich nicht in den Schleim schlagen und gib Acht auf die Kanonen. Werde ich versuchen. Da geht es auch wieder nur ums Überlegen. VIP-Kanonade. Schön mit dem Cheat, wenn ich Nintendo-Mannschaft gespielt habe. Das waren noch Zeiten, aber Cheaten cool. Ich habe letztens nochmal das SNES rausgekramt und tatsächlich Legend of Zelda darauf gespielt. Man kann man ja mittlerweile auch auf dem Rechner, aber hatte schon was, überhaupt mal wieder den Controller vom SNES in der Hand zu haben. Und man muss sagen, wie alt das Ding auch ist, über 20 Jahre mittlerweile, es läuft noch. Ohne Mucken, ohne Zicken. Das beste Spiel mit auf dem SNES, ja, aber auf jeden Fall. Aber wie gesagt, am beiden druckendsten fand ich angeschlossen per SCART-Kabel. Da muss man heute ja schon aufpassen, dass man noch einen Fernseher hat, der das kann, oder einen Monitor. Aber ansonsten angeschlossen und lief. Wie, meine Verbindung zum Server wurde getrennt. Mach keinen Quatsch. Verbindung ist instabil, bitte behebe deine Internetanstellung. Versuche es später erneut. Also wenn ich mir den Stream angucke, würde ich sagen, meine Internetverbindung ist ganz hervorragend. Wie mies ist das denn? Naja, gut, okay. Mal gucken, wie oft das so vorkommt. Das kann natürlich auch ein Kriterium sein. Das hatte ich tatsächlich bei Madden am Ende auch, dass ich häufig aus den Spielen rausgeflogen bin. Der Stream hat auch gerade kurz gehakt, dachte, war dann bei mir nur. Okay. Dann will ich erstmal nicht meckern. Solange das noch in so einer frühen Phase passiert und nicht kurz bevor man an die Krone springt, ne? Ist das ja noch okay. Durchbricht Türen und renne zur Ziellinie. Einige sind echt, andere nicht. Also muss man wirklich sagen, absolut Takeshi Castle, ne? Meide die falschen Türen, ja, wenn man die vorher weiß. Ah, da sind wir. Aber mal abgesehen, dass dieses Spiel wahrscheinlich Rage-Potenzial hat, wenn man sich da reinsteigert, hat das auch irgendwie Suchtpotenzial. Irgendwie ist das witzig. Mir gefällt's schon mal. Sagt man natürlich schon mal nicht echt. Warum kann der so schnell rennen? Habe ich irgendwas verpasst? Thank you.
ist natürlich ein extrem ungünstiges Spiel, wenn man darauf wartet, dass die Kinder reingestürmt kommen und irgendwas von einem wollen, weil sie nicht weiter schlafen können. Da ist das bei SnowRunner natürlich etwas gechillter, aber gut, andererseits verliert man ja hier auch nur bedingt Fortschritt, wenn man dann mal kurz unterbricht. Überwinde die mittelalterlichen Hindernisse und renne zur Ziellinie. Okay. Ja, User, was ist? Wäre das nicht ein Spiel für dich? Gibt's bestimmt auch auf der Switch, würde ich drauf wetten. Können wir da mal gegeneinander antreten hier. Oder zusammen. Ich mache mich da mal schlau. Ist auf jeden Fall von den Systemanforderungen mal relativ chillig. Und direkt nochmal. Mindestens dreht mein Rechner dabei nicht vollkommen am Rad. Das ist ja auch schon mal was. Ui, habe ich mich denn da gerettet? Na komm. Falsch entschieden. Aber könnte noch reichen. Ja. Du zockst mich ja immer ab. Was für Mami. Für euch beide müsst ihr mal ein bisschen trainieren hier. Ich glaube sogar mit Crossplay, ja cool. Ja, gibt's jetzt seit Ende letzten Monat auch auf der Switch kostenlos, soweit ich weiß. Ja, da werde ich auf jeden Fall am Wochenende dann mal gucken, User. Das kriegen wir hin. Finde ich auf jeden Fall besser als Super Mario vs. Battle Rabbit oder wie das Ding hieß. Ist ein bisschen actionreicher. Also für SnowRunner-Spieler ist das ja hier überhaupt gerade die Action pur. Lass dich nicht in den Schleim schlagen und gib Acht auf die Kanonen. Jawohl, das haben wir gerade schon mal gemacht. Hier keine Ausreden, nichts nur für Mami, auch für dich, User. Kannst du mal zeigen, was du kannst hier an der Switch? Will keiner freiwillig hier? Muss man gleich nachhelfen. Außerdem kann man halt ja auch ganz offensichtlich im Koop spielen und nicht nur gegeneinander. Meide falsche Felder und für die verborgene Pfade, um die Ziellinie zu erreichen. Ah ja, das kennen wir zumindest schon. Gold, werde Erster unter den besten 20. Gibt die Silbermedaille. Gucken wir doch mal. Ja,
Verdammt! Oh Mann, jetzt weiß ich auf jeden Fall, was zum Thema Rage-Modus gemeint ist. Einfach verkackt. Naja, Fünfter! Fünfter, immerhin! Schade. Wobei für den ersten hätte es ja nicht gereicht, aber zweiter wäre ich geworden. Das wäre schon schick gewesen. Bewege dich zwischen den rotierenden Ringen, um nicht in den Schleim zu fallen. Okay. Ja, willkommen zurück, Tecmo. Ich habe dich mal so lange rausgeschmissen, damit ich weiterspielen kann. Werden wir aber gleich wieder ändern, wenn du noch Lust hast. Kamera umsperren während des Spielens fällt mir noch schwer. Auf der Switch kann man das nicht spielen, sogar das Menü hat 3 FPS, okay. Gucken wir mal, wer es denn hier jetzt durchzieht. Einmal versuche ich noch, wenn er dann wieder wach wird, lassen wir es. Ja, alles klar. Kann ich verstehen. Kannst du ihm nicht mal sagen, dass er mal anfangen soll durchzuschlafen? Oder zumindest so bis 11, 12 Uhr? Die erste Runde? So. Auf jeden Fall 300 Punkte kassiert. Da oben kann ich was klicken. Ah, oh, weg ist es. Schade. Können wir gleich mal so ein Sparta-Dings da spielen? Mal ausprobieren, wenn du tatsächlich noch die Möglichkeit hast. Wir haben jetzt wieder akut das Pampers-Problem. Hält nie länger als 3 Stunden. Ja, 2, okay. Das ist wenig. Stimmt. Aber so den Controller immer wieder in der Hand zu haben, ist auch schon mal wieder nett, muss ich sagen. Also das ist schon lange her. Achso, man kriegt pro Aufgabe schon eine Gold-, Silber- oder Bronzemedaille, ich verstehe. Habe bisher auch nur 3 Runden gespielt, okay. Entschuldigung.
Spiel mit Tastatur, weiß Gott warum. Ja, hätte ich auch, wenn ich jetzt nicht gerade den Xbox-Controller einfach angeschlossen hätte und der lief so von 0 auf 100. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Ansonsten wäre ich definitiv auch. Erinnert mich heute ein bisschen an meine Kinder im Freibad am Ausgangsdrehkreuz. Voll erwischt. Durchschalten, wie man zugucken will. Bist du durchgekommen? Wo bist du denn? Tecmo da unten, ja, okay. Haben wir ja sogar den PS3-Controller dran. Ja, ich werde wahrscheinlich jetzt sogar dann SnowRunner demnächst mal mit dem Controller probieren. Haben mir ja einige empfohlen. Bin ja noch nicht so überzeugt davon, aber wir schauen mal. Überwinde die Hindernisse und renne 2 Runden auf der Strecke. Okay. Also hier reicht nicht einfach nur stehen bleiben und nicht sterben. Als richtiger Experte hätte man sich wahrscheinlich jetzt die Strecke auch angucken sollen, wa? Fail. Entscheidung. Verdammt. Geh runter! Diese Dinger check ich nicht. Tut mir leid. Ah, vielleicht doch. Zumindest mit der Zeit. Geh runter, geh runter, geh runter. Ach, shit. Wohl nix. Oh.
Das war knapp. Bist du noch durch, oder was? Du Schwein. Tatsächlich. Muss ich dir jetzt weiter zugucken oder kann ich. Wahrscheinlich muss ich dir weiter zugucken, ne? Solange du drin bist. Bleib in der Punktezone, um Punkte zu erzielen. Wenn du fällst, kehre durch die Röhre zur Punktezone zurück. Okay, das ist mal was ganz Neues. Kenne ich noch nicht. Kann ich mir dann zumindest mal angucken. Flugzeit. Bleib in der Punktezone in der Luft. Da war schon mal nicht sehr lange, würde ich sagen. Ich will ja nicht sagen, dass ich es besser könnte, aber. Ich schätze, du müsstest schon mal dich irgendwo dranhängen, oder? Na gut, bin erstmal Lurk, selber ein bisschen zocken und so. Ja, sicher, klar. Ich wünsche dir viel Spaß. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Wie gesagt, Sonntagabend gibt es definitiv wieder Snowrunner, wenn du da nochmal vorbeischauen willst. Morgen Abend weiß ich noch nicht genau. Da wird wahrscheinlich eher ein bisschen stressig. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass morgen Abend X geht. Oder wenn, dann eher nochmal sowas Kurzweiliges wie das hier. Aber Sonntagabend und Montag gibt es definitiv wie immer Snowrunner. Und dann geht's nach Kola. Erste Mal. Dir wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß. Dankeschön und wir sehen uns. Du bist immerhin noch nicht raus. Danke dir auch, werde ich bestimmt mal reinschauen. Ja, sehr gerne. Runde beendet. Ich schätze, das hat nicht gereicht, Techno. Kompletter Müll, das Level. Du brauchst dich doch wahrscheinlich nur an einen so eine blöde Schaukel hängen und da rumschwingen, oder? Ich meine, gut, das muss man natürlich schaffen, aber. Dann kehre ich jetzt auf jeden Fall zum Hauptmenü zurück, du ja vermutlich auch. Wie er sich freut, das auf jeden Fall süß. Ich fände ja cool, wenn man irgendwie gucken könnte, was die Symbole bedeuten. Oder kann man das irgendwie? Belohnung 42 davon, aber sonst keine Ahnung. Nee, wir ist abgestritten, okay. So, ich wechsle dann einmal. Ne, wechsle nix. Du bist hier ja der Boss gerade, richtig? Wechsel mal einmal auf diesen komischen Spartaner-Dings da. Kannst du das machen? Mal hier rum. Ah, da kann man ja auch noch die Jubel und so machen. Dafür habe ich überhaupt keine Zeit, Leute, Leute. Spartanprobe, ja, da oben steht es. Okay. Bin ich mal gespannt. Nee, wie es dauert, okay. Keine Ahnung. Das heißt, du spielst aber jetzt gerade nicht auf der Switch, wenn du sagst, auf der Switch geht nicht. Gut.
Und ich dachte, du streamst morgen mit Mami. Ja, mal gucken. Ich sehe ja noch nicht kommen, dass die Kids die Ruhe dafür haben, dass wir mit denen, dass ich da nebenbei streamen kann. Lass dich nicht. Nee, PC-Switch ist wirklich nicht schön. Okay. Hast du hier von diesem Ding schon eine Ahnung, von dem Spartan-Mode? Müssen wir da einfach beide überleben oder kann man sich da irgendwie unterstützen? Glaubst du wirklich, dass deine Mami sich vor die Kamera traut, User? So. Ich sehe mich, ich sehe dich. Überleben bringt Punkte. Ja, das war ja schon zu erwarten. Kann man hier irgendwas noch tun? Die machen alle irgendwas. Wie machen die das? Oder machen die das nicht? Achso, nee, nee. Verstehe. Das denn ob die explodieren oder nicht? Ab und an wäre schon ein bisschen mehr Info hilfreich, aber. Bist du mal da ticken? Einer die Fahne hochhält, reicht ja auch. Wir sind auf jeden Fall weiter. Klar, hier ist der Profi drin. Ich bin gespannt. Acht Trupps qualifiziert, okay. Das heißt, wenn einer überlebt, reicht scheinbar. Meide die zuschnappenden Türen und renne zur Ziellinie. Okay. Das ist wahrscheinlich auch sinnvoll, wenn man sich absprechen kann, ne? Aber gut. Können wir jetzt gerade nicht. Verlorene Helme sammelst du ein, indem du darauf zuläufst, okay? Was auch immer für Helme. Qualifikation bringt Punkte. Jo. Dann los. Ich nehme immer die linkere Tür. Denn die Tür da nicht runter, verdammt jetzt endlich. Wie bist du denn da vorne hingekommen? Glocke. Immerhin habe ich einen Helm gesammelt, was auch immer der gebracht hat. Keine Ahnung. Kein Plan vom Spiel, aber ich war links unterwegs. Ja, gut, dann haben wir uns ja richtig toll abgesprochen. Hä, warum sind wir da rausgeflogen? Verstehe ich nicht. Ich habe doch sogar einen Helm gesammelt. Tja, das muss uns wohl noch mal jemand erklären. Mal einen früher hätte, glaube ich, gereicht, okay? Ja, das ich. Das ist das Finale. Okay, da sind wir aber nicht mehr drin, ne? Habe ich jetzt auch richtig verstanden. Können wir dann also zurück zum Hauptmenü. Zu wenig Punkte, ah, okay. Gibt es zu diesem Spiel auch irgendwo eine Anleitung?
Levelaufstieg. Halbe Farbe kann ich mir jetzt machen. Das machen wir direkt. Klar, wir nehmen alles mit, was wir am Anfang kriegen können. Nochmal Spartan, ja, wegen mir schon. Rot und los. Ja, komm, nehmen wir rot und los. Wodurch haben wir denn da? Durch dieses eine Spiel haben wir jetzt so viele Punkte gemacht. Ja, einmal noch Spartan und danach würde ich sagen, machen wir wieder normal. Oder gucken, was sonst noch geht. Keine Ahnung. Ja, Tecmo, wenn du irgendwie was rausfindest, was wichtig ist bei diesem Spiel, dann sag mir Bescheid. Lass dich nicht in den Schleim schleudern und gib Acht auf die Kanonen. Ja, okay, das kennen wir schon. Gott, wie hässlich. Danach würde ich vermutlich mal hier in die Nachtvorbereitung gehen. Ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Dann zocke ich dann noch ein bisschen solo weiter. Außer es finden sich noch Freiwillige. Überleben bringt Punkte, ja. Essen 8 und weiter. Ah, okay. Das war schon knapp. Nehmen. Irgendjemand nimmt die und schmeißt. Wie funktioniert das? Scheiß auch mit. Ah, da kann ich auf jeden Fall proben. Ist auch gut. Position gleich 2. Yay. Läuft bei uns. Auf Wiedersehen. Gott, wie hässlich. Du bist aber auch ganz schön hart mit deinen Urteilen übrigens hier, User. Dich um das zerbrechende Eis und im Schleim darunter zu entgehen. Ja. Man wartet, bei dem Spiel hier ist man immer drauf und dran, irgendwie zu versuchen, so einen Schnelllaufmodus zu aktivieren. Also ich glaube, Helme einsammeln bringt auch Punkte, würde ich mal vermuten. Schaffst du es, Techno? Gib alles! Ja, du bist auch schon weg, oder? Kriegen kann ich wie ein großer. Okay, ich glaube, man muss die Sache einfach ein bisschen chilliger angehen. Oh, wir haben uns qualifiziert, wie auch immer wir das gemacht haben. Ha ha.
Gegner uns jetzt nicht so blöd anstellen? Was streamt denn die Kampfzwerg-Nine heute? Meide den einstürzenden Boden und wirf Knallbälle auf deine Gegner, um die Krone zu gewinnen. Okay. Hast du die Knallbälle? Genau. Das habe ich zumindest jetzt begriffen. Beantworte auf meine Frage erst gleich, wenn wir hier fertig sind. Oh, den Knallball habe ich schon mal schön nicht genommen. Ah, ich habe einen erwischt. Oh nein, da war auch ein Loch. Jetzt das war's. Also du bist raus. Ja, und dann gehen die Dinger mit der Zeit auch weg. Du hast das drauf. Das zeigt, wie gesagt, erstmal, dass du es besser kannst. Der Kampfzwerg spielt Life is Strange Story Game, okay? So, 1 gegen 1 hier noch, für die letzte Runde. Ist nicht wirklich in der Mitte das Loch gesprungen. Doch, bin ich tatsächlich auch. Ist nicht angekommen gerade. Was ist nicht angekommen? Das, was ich gesagt habe. Aber immerhin. Ersten beiden Runden überstanden. Schon mal ein Fortschritt. Ja, Techmo, wie sieht's aus? Du bist jetzt raus oder hast du nur Bock? Deine Nachricht war nicht angekommen. Ah, okay. Ja, ich verstehe. Ansonsten, wenn du raus bist, dann verlass einfach die Gruppe. Ja, mache ich noch ein Ründchen weiter. Gucken, was hier oben denn jetzt ist. Spartan im Herzen abholen können wir. Was heißt das denn? Achso, ist das ein Titel oder was? Spitzname. Ah, okay. Ich bin raus, aber wie? Du musst unten irgendwie auf die Gruppe gehen, wo hier unten links Gruppe öffnen und dann kannst du. Ach, du bist schon weg. Gefunden hat er, sehr schön. Was können wir denn noch abholen? Hier können wir noch was abholen. 200 Kudos. Das können wir noch nicht abholen. Namensschild. Okay. Ja, dann machen wir auf jeden Fall noch was weiter. Und zwar nehmen wir dann noch mal die Runde Solo Show. Hä, habe ich jetzt beides ausgewählt? Achso, okay. Dann wählt er wahrscheinlich das, wo er schneller Leute zusammen hat. Herr Tecmo, ich wünsche dir auf jeden Fall dann schon mal eine gute Nacht und schöne Träume, dass der kleine Zwerg vom Kampfzwerg möglichst lange jetzt durchhält und ihr eine ruhige Nacht habt. Wenn du nochmal Bock hast auf Fall Guys, du weißt ja, wie du mich kontaktieren kannst. Ich habe jetzt übrigens einen Discord-Server, also
einfach mal auf meiner Seite vorbeischauen und da auf Discord klicken. Dann kriegt ihr eine entsprechende Einladung. Schau doch mal vorbei. Du bist nämlich auch noch nicht dabei. Also, ich warte auf dich. Danke, bin noch ein bisschen hier im Lurk unterwegs, während ich alles vorbereite. Ja, alles klar, dann genieß die Show. Ah, okay, da wird man dann einfach mit einem Zufälligen zusammengesteckt. Ich verstehe. Kann man nicht mal eine Platte weit spielen? Das ist aber traurig. Doch, kann man eigentlich schon, wie man sieht. Da war aber keine Glanzleistung. Aber vielleicht reicht's ja mal. Beste 8 kommen weiter. Okay, nee, das Thema ist schon durch. Dann an einem anderen Tag als Freitag oder Sonntag, dann kann ich auch mit Voice und ohne Unterbrechung. Jo. Können wir mal an einem Samstag dann anstreben? Vielleicht nächste Woche oder so. Mal gucken. Tatsächlich Leute, die noch schlechter als ich. Ja, das war ja klar. Das habe ich mir selbst zuzuschreiben. Rausfliegen. Ich bin doch mal nicht mehr gut bewertet. Ja, immerhin ein paar Punkte gesammelt dafür, dass wir teilgenommen haben. Das ist ja auch schon mal was. Sozusagen die Teilnehmerurkunde von Fall Guys. Der Discord-Link in den Infos ist kaputt. Der Button darunter funktioniert aber. Okay, danke für den Hinweis. Dann muss ich da nochmal gucken. Der Button funktioniert, aber der Link nicht. Okay, ja. Der Link ist dann wahrscheinlich abgelaufen. Muss ich dann da auch noch austauschen. Aber das kriege ich hin. Hoffe ich. So, Spartan nehmen wir mal weg. Wir machen mal die Solo-Show tatsächlich nur. Zwischenzeit kann ich ja vielleicht während der Sucht mal kurz gucken. Was da los ist. Danke auf jeden Fall für den Hinweis. So, dann müssen wir jetzt auch erst wieder eine Runde weiterspielen, bevor wir uns um den Link kümmern. Diese Dinger machen mich wahnsinnig. Ja,
als würde es knapp werden. Ach, da ist ein Loch, toll. Schön zum Affen gemacht hier. Aber noch gibt's eine Chance. Wenn auch nur eine kleine. Hat da tatsächlich 10 cm gefehlt, wenn überhaupt. Aber auch daran muss man sich gewöhnen. Wie gesagt, eine Teilnehmerurkunde bekommt man ja immer. So. Und der Vorteil, wir können direkt ins nächste Spiel einstarten. Einsteigen natürlich. So, und ich gucke zwischendurch nochmal nach meinem Discord-Link. Okay, das sieht schwieriger als gedacht. Ich hab doch nur den Button, ich hab doch gar keinen Link. Ach so, der Link oben. Ja, ich verstehe. Gut, gut. Loser, machst du dich gerade lustig über mich? Oder schläfst du ein? Versprecht dir, nächstes Mal, wenn ich da bin, kannst du mir zeigen, wie es besser geht. Hast jetzt ja Ferien, kannst ja ein bisschen üben. So, nächster Versuch. Es besser zu machen. Kein Kommentar. Ich tue mich bei den ganzen Männchen auch schwer, überhaupt zu erkennen, wer ich davon bin. Doch wieder nix. Das sehe ich doch kommen. Wenn da einmal der Wurm drin ist. Aber wir geben nicht auf. Bestimmt noch mehr so Experten wie mich. Wie soll man denn da vorbeikommen? Ich war doch schon schnell unterwegs. So, jetzt noch die richtige Brücke wählen. Das reicht doch genau wieder ein Platz nicht, oder? Doch, doch, könnte noch. Es reicht. Diesmal das Pech, was ich gerade hatte, hatte ich jetzt als Glück. Nee, gut, sollte gute Nacht heißen. Ach so. Das war für mich nicht direkt zu erkennen, aber jetzt, wo ich genauer hingucke. Ja, dann wünsche ich dir oder euch auf jeden Fall eine gute Nacht. Schlaf gut, träum was Schönes. Und wir sehen uns dann ja morgen zum Schwimmen, denke ich. So zumindest der Plan. Zumindest die Hälfte von euch. Weiß ja gar nicht, wer mit am Start ist.
Überwinde die Hindernisse und renne 2 Runden auf der Strecke. Ja, das werde ich versuchen. Du bist ja morgen wahrscheinlich beim Schwimmen dann nicht dabei, fällt mir gerade auf. So viel Sonne kannst du ja gar nicht aushalten. Teilweise auch ein bisschen was von Super Mario Kart. Monster. Hätte so gut werden können. Ein bisschen besser drauf hätte, ne? Ach komm! Ja, gib mir einen Schwung hier. Nee, du sollst... Ganz stark. Was können sie? Nichts. Aber davon eine ganze Menge. Richtig, ja, siehst du. Kenne ich dich doch. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende bei was auch immer du tust. Der Plattform. Das ist auf jeden Fall noch mal was Neues. Warum sehe ich denn jetzt anders aus? Achso, ich bin ja raus. Show verlassen. Ja, ich möchte meine Belohnung abholen, danke. Einen Haufen Punkte. Und das nächste wird freigeschaltet. Showbucks, eine Währung. Wofür auch immer die gut sind. Und einen Spitznamen gibt's. Einen neuen. Gleich mal einmal gucken, wo wir das Ganze denn verwenden können. Outfits rot-blau kam irgendwie nicht so gut an. Ja, wir nehmen wieder ganze Körperfarbe. Der rote gefällt mir am besten, Gesicht gibt es noch nicht. Da haben wir ja die Dinger. Okay, hier gibt es jetzt noch nicht so viel. Spitzname da. Familie, Auditore, Neuling oder Spartan im Herzen. Dann nehmen wir den Spartan im Herzen. Und jetzt hat das Spiel sich aufgehängt, oder? Ja. Ich bin nur zu ungeduldig scheinbar. Kratzenhelm, okay.
wollte eigentlich hier wieder zurück. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Hilfe! Da kann ich was ändern, aber... Ich komme nicht mehr zurück. Das taugt mir nicht. Tastatur tut sich gar nichts. Was ist hier? Auch nicht. Oha. Großer Zusammenbruch. Ich kann es zwar auswählen, aber es passiert nichts. Komme ich denn irgendwie wieder raus? Im Zweifelsfall. Spiel beenden. Das funktioniert auf jeden Fall noch. Gut. Dann haben wir jetzt noch mal rein. Eine Runde geht auf jeden Fall doch noch. Ich nutze die Gelegenheit mal kurz, mir noch was Neues zu trinken zu holen. Bin sofort wieder da. Was ist hier bloß los? Server überlastet oder was? User, bist du noch da oder bist du jetzt schon weg? Ich wollte dich noch was fragen eigentlich. So. Da sind wir doch wieder. Gucken wir mal, ob das Ganze jetzt noch läuft. Scheint soweit wieder zu funktionieren. Wir gucken einfach mal. Ja, ich denke, so ein gemütliches halbes Stündchen mache ich auf jeden Fall noch. Festhalten muss ich auf jeden Fall noch lernen. Schön, wie die alle da waren.
sag ja, das muss ich auf jeden Fall lernen, wann und wo man das kann. Eieieiei, Leute, Leute, Leute. Sehr wundern, wenn das jetzt noch reicht, um sich zu qualifizieren. Kann ich mir doch fast nicht vorstellen. So viele sind noch nicht vor mir. Wer weiß. Hier noch ein paar Plätzchen frei. Ja, das reicht. Damit habe ich jetzt aber nicht mehr gerechnet. Ist auch nicht immer schlecht, man muss nur wissen, wann, wo, wie. Da war zum Beispiel schlecht, da noch schlechter. Oh, lass mich doch. Wie zur Hölle kommt man denn da raus? Durch. Nicht so ein schlechtes Teil, ne? So. Jetzt habe ich wenigstens viel Platz hier. Es gibt wieder ein bisschen Belohnung. Da ist das kleine Tricksterlein ja schon zufrieden mit.
Der Tundralauf. Ich bin gespannt. So, ich bin jetzt mal schlafen. Noch viel Spaß und beim nächsten Mal dann mit Voice Controller und am Stück. Jawohl, das klingt nach einem guten Plan, Tecmo. Danke aber, dass du trotzdem da warst und dass du ein bisschen mitgespielt hast. Hat Spaß gemacht. Ich glaube auch, mit mehreren ist das Spiel auf jeden Fall geiler. Und würde mich freuen, wenn wir da die Sache nochmal angehen. Aber jetzt erstmal dann eine gute Nacht und einen guten Start ins Wochenende wünsche ich euch. Und bestell mir auch einen schönen Gruß an die Kampfzwergnine und an den Mini-Zwerg. Dankeschön. Ja, da bin ich gerade schon kläglich dran gescheitert am Kreisel, aber gut, vielleicht klappt das diesmal besser, mal schauen. Kreisel habe ich auf jeden Fall diesmal deutlich besser hingekriegt. Das ist mal sicher. Den allerdings nicht. Reicht auf jeden Fall diesmal, um weiterzukommen. Das war knapp, aber es reicht. Thank you.
Lass dich nicht in den Schlamm schleudern und gib Acht auf Kanonen. Ja, das kennen wir schon, die Wippkanone. Ah, und die hat sogar in der Mitte so einen Henkersbeil. Weiter vorne auffällt, ist auf jeden Fall immer eine gute Idee, denn dann fällt man nicht beim kleinsten Treffer schon runter. Außer man wird voll getroffen, so wie jetzt. Ich sollte einfach nichts mehr sagen. Gucken mal hier in die Herausforderungen rein. Täglich gibt es da nämlich noch Sachen. Okay, Truppshow kann ich ja vermutlich nur, wenn ich nicht alleine bin. Ah, wobei man da ja wahrscheinlich auch im Zweifelsfall andere Leute zugewiesen bekommt. Wir probieren das einfach mal aus. Was müssen wir dabei schaffen? Verdiene dir bei Truppshow mindestens eine Silbermedaille vermutlich und qualifiziere dich bei Truppshow in beliebige Runden. Okay, das sollte doch machbar sein. Und danach gucken wir dann mal, was es denn da für Wochenaufgaben etc. gibt. Da ist man so natürlich extrem abhängig davon, was man hat zugelost gekriegt. Wobei ich nicht sagen will, dass ich da bestimmt viel Pech habe, weil ich so gut bin. Ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich sind die alle froh, wenn sie mich nicht zugelost kriegen. Ja, wenn von euch im Stream jemand das Spiel auch noch zockt, dann meldet euch gerne. Wir können gerne auch mal zusammen oder gegeneinander zocken. So, irgendwo da hinten hier sind meine Kollegen. Wie man sieht, habe ich wieder keinen Plan, was ich hier tue. Ja, mal ein neues Spiel. Kante. Aber ich schlage mich zumindest nicht viel schlechter als meine Kollegen. Okay, ich verstehe.
auf jeden Fall angekommen. Da ist der Himmel wie. Und so schlecht scheint unser Trupp gar nicht zu sein. Immerhin Sechster. Besten 11 kommen weiter. Also sind wir ziemlich sicher weitergekommen. Und die verschiedenen Outfits, die da noch kommen, sind auf jeden Fall auch sehr gut. Gerade wenn man dann als Trupp läuft. Ich denke einfach, hier bringt Erfahrung dann auch was, wenn man einfach so ein paar Sachen kennt, wenn man sie sieht. Ist mit Sicherheit hilfreich, zum Beispiel hier, keine Ahnung, wo es da lang geht. Durchgereicht. Achter reicht, reicht gerade so. Besten 8 kommen weiter, wir sind Achter. Toi, toi, toi. Okay, wir kriegen Punkte dadurch, dass wir in Blasen springen und sie kaputt machen. Oh!
offensichtlich qualifiziert. Wodurch auch immer. Ich habe offensichtlich nicht so ein ganz schlechtes Team erwischt. Greife und bewege Blöcke mit RT, erstelle Pfad und springe hinüber, um die Wände zu überwinden und die Ziellinie zu erreichen. Ach du Schande. Wandsturm. Ja, ich glaube, ich verstehe zumindest. Verstanden, aber nicht umgesetzt bekommen. Das hilft dann auch Mann, als letzter. Das war aber nix. Schade. Mein lieber Trupp, tut mir wirklich leid. Ich glaube, ich war schuld. Aber es gab auf jeden Fall schon mal wieder eine schöne Belohnung. Und 200 Kudos. Truppshow kann man zumindest darauf hoffen, dass man mal jemanden erwischt, der einen da voranbringt. Verdiene bei Trupp schon mindestens eine Silbermedaille. Das steht noch aus. Das versuchen wir jetzt auch nochmal. Und dann denke ich, machen wir für heute auch Feierabend. Entschuldigung. Ich bin müde, muss für morgen noch ein bisschen was vorbereiten und
bin jetzt auch schon 2 Stunden wieder dran. Ich finde, für den ersten Einblick ins Spiel ist das gar nicht so verkehrt. Hier werde ich auf jeden Fall kein Fan. Dann geht's schon wieder los. Diesmal wohl keinen so guten Trupp erwischt. Gucken, was sich hier noch tut. Richtig sehe ich von meinem Trupp auch keiner mehr unterwegs. Da müsst ihr irgend so ein Ding über dem Kopf haben, richtig? Und daher war das mal gar nichts. Oh. Aber süße Geräusche macht das Ding auf jeden Fall. Oh. Hab ich jetzt zu früh beendet. Tut auch nicht weiter weh. Wir versuchen das Ganze einfach nochmal. Geht ja ganz gut los. Auch immer. Geh mal halt unten rum. Okay, verstanden. Frösche sind nicht hilfreich. Ha ha ha!
Aha, okay. Spannend. Naja, vielleicht sind meine Teammitglieder ja zumindest so gut, dass es zum Weiterkommen reicht. Meine Leistung wird da auf jeden Fall nicht so beitragen, das ist mir sicher. Oh Gott. Ich habe es auf jeden Fall scheinbar einen ganz guten Trupp erwischt. Mit Platz 5, trotz dieser Fehlleistung. Das habe ich zumindest schon mal gesehen. Vielleicht hilft das ja ein bisschen weiter. Oft in die Lücken. Aber mein Trupp ist Position 1, das ist auch unvorstellbar. Dann haben die es wohl wirklich drauf, im Gegensatz zu mir. Nicht wieder in die Lücke. Die Platzierung allerdings auch schon runter. Das ist echt ein Trauerspiel hier. Komm, bitte nicht letzter werden. Wäre ja auch schon mal was. Naja. Trotz dieser miesen Leistung tatsächlich noch weitergekommen. Okay, das kenne ich zumindest. Mal gucken, ob mir das weiterhilft. Gegner ist verquatscht, da bringt doch nichts. Aber vielleicht
vielleicht doch. Schön peinlich. Ah, man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. Nein, direkt zwei vom Druck weg. Alle vier weg. Oh, das war's. Ja gut, ich würde sagen, wir machen dann auch Feierabend für heute. Auf jeden Fall mal ein ganz netter Einblick in das Spiel. Vielleicht spielen wir das bei Gelegenheit nochmal. Ich werde jetzt noch ein bisschen da durchklicksen, aber das mache ich dann offline und guck mal, was es da noch so gibt. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt eine gute Nacht, schöne Träume. Wir sammeln natürlich unsere Belohnung hier noch ein, denn ein bisschen was haben wir ja geschafft. Ist ja gar nicht so. Und dann hoffe ich, dass wir uns wiedersehen, und zwar spätestens am Sonntag zur nächsten Runde SnowRunner. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, schlaf gut, träumt was Schönes und eventuell, ganz eventuell, gibt es morgen noch einen Spontan-Stream, aber das gucken wir dann mal. Wir sehen uns auf jeden Fall. Bis dann. Ciao.